Ich brauche deine Weisheit genau an diesem Tag, mich mutig zu entscheiden, was auch immer kommen mag. Was soll ich heute lassen? Was soll ich heute tun? Schenk mir deine Weisheit, hilf mir in dir zu ruhen, genau an diesem Tag. Ich brauche deine Gnade, genau an diesem Tag, für mich und auch Guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Kirche. Schön, dass Sie sich haben einladen lassen, den Gottesdienst zu feiern. Heute haben wir einen ganz besonderen kleinen Gast. Mila Maria Merkle feiert heute ihre Taufe bei uns und hat ihre Familie und Freunde mitgebracht. Schön, dass Sie da sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir singen das erste gemeinsame Lied, Dein Reich komme. Thank you.
Psalm, 5 Verse aus dem Psalm 106. Wer mag, darf sich dazu erheben. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle zählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da recht. Herr, gedenke meiner nach deiner Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise uns deine Hilfe, dass wir sehen das Heil deiner Auserwählten und uns freuen, dass es deinem Volke so gut geht. Und uns rühmen mit denen, die dein eigen sind. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Schutz und deine Führung, für deine Gemeinschaft hier in der Gemeinde, in unseren Familien, überall, wo wir Menschen begegnen, die uns gut tun. Danke auch, dass du siehst, wo es überall zwickt und klemmt in der Welt. Führe du uns, öffne uns die Augen und schenk uns dein Wort in unser Herz, dass wir es so umsetzen, wie du es meinst. Führe und leite uns im Großen und Kleinen. Zeig uns in den Familien, in unserem eigenen Leben und auch darüber hinaus, was du von uns möchtest. Zeig du den Verantwortlichen in der Gemeinde und in der Regierung, was gut ist und was richtig. Führe und leite jeden Einzelnen. Tröste, wo Trost notwendig ist. Und führe uns, wo notwendig ist, wo wir von deinem Weg abkommen und du was anderes von uns möchtest, als wir tun. Sei du auch bei der Tauffamilie, besonders bei der kleinen Mila. Führe und leite du sie in ihrem Leben, dass sie deine Wege kennenlernt, in deiner Liebe unterwegs ist und für dich brennen darf. Amen. Ich lese das Taufevangelium. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrieben im Evangelium nach Matthäus: Unser Herr Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat auch die Kinder zu sich gerufen. Im Evangelium nach Markus heißt es: Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee.
vergiss es nie. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Wir haben jetzt eine Zeit für Worship. Worship, das heißt anbeten. Eine Zeit, in der wir mit Liedern Gott anbeten, ihn loben und ehren. Ihr dürft gerne laut oder leise mitsingen oder auch einfach nur zuhören. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir singen zuerst Goodness of God. Thank you.
the goodness of God. Erlöst hat, lädt mich ein.
herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Für diesen Morgen und das Lob, das wir dir bringen dürfen. Gib uns ein offenes Herz für dein Wort und Pfarrer David Gerlach später Worte, die unser Herz erreichen. Amen. Test, test, test. Hallo, hallo. Tim, machst du noch das Bild? So. Ah ja, ein Brief aus Bremen, der kommt nach in die Marktstraße 4. Lege ich hier hin. Was haben wir denn da noch? Ja. Oh, guten Morgen, Herr Letterer. Ja, Sie haben ja aber viele Briefe dabei. Ja, tatsächlich. Da gibt es heute ordentlich was auszutragen. Gut, dass ich die bequemen Schuhe anhabe. So. Was ist denn das? Die sind ja alle gleich. Ja, das ist komisch. Lass mal sehen. Oh ja, alle gleich. Bunt, aber gleich. Schau mal da, der Absender, der heißt Paulus. Paulus, ja, Paulus, ja. Und alle Briefe der gleiche Absender. Und da schau, der Adressat, Martinskirche Konnweiler. Also das hatten wir auch noch nie. Pfarramt, ja, da gibt es ordentlich Korrespondenz hin. Aber noch nie direkt zur Kirche. Seltsam. Was steht denn da drauf? 2.Chor 3,3-6. Was ist denn das? Käse.
ob das wohl eine verschlüsselte Nachricht ist oder eine Mathematikaufgabe. Echt jetzt? Hast du eigentlich noch nie eine Bibel in der Hand gehabt? Das ist ganz klar eine Bibelstelle. Ja, das ist schon etwas länger her. Na hier, lass mal googeln, was da steht. Okay, ich guck mal. Also, da steht, dass ein Paulus vor, wow, echt vielen Jahren einen Brief an ein paar Leute in Korinth geschrieben hat und dass Korinth eine Hafen- und Handelsstadt war. Paulus, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass der noch andere Briefe an andere Gemeinden geschrieben hat. Was meinst du jetzt mit Gemeinden? Naja, das waren Menschen, die an Jesus geglaubt haben, dass der der Sohn Gottes war oder ist. Uiuiui, jetzt wird's aber religiös. Da kenne ich mich ja gar nicht aus hier. Ja, steht da denn sonst nichts? Was steht denn jetzt in 2. Korinther 3, 3 bis 6? Moment, doch warte, ich lese dir mal laut vor. Jeder weiß doch auch, dass er selbst einen Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, wenn auch nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Stein an der Gesetzestafel wie bei Mose, sondern in eure lebendige Herzen. Ich höre jetzt mal auf, ich raff eh nix. Also Deutsch war ja immer mein Lieblingsfach, Gedichtsinterpretation und so. Also in kurz zusammengefasst würde ich sagen, es bedeutet, unser Leben ist ein Brief, den andere Menschen lesen können. Oder auch, unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Tut mir leid, ich verstehe nichts. Komm, lass uns die ganzen Briefe mal zur Kirche bringen. Müssen ja eh weg und dort gibt es bestimmt jemanden, der uns erklären kann. Vielen Dank für dieses Theaterstück. Unser Leben ist ein Brief Christi. Diesen Brief haben wir
heute Morgen bekommen. Diese Woche sorgt eine Nachricht aus England für Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben. Eine Frau, die Britin Tizi Hudson, bekam ihre Bewerbung zurück. Und zwar nach 48 Jahren kam die Bewerbung ungeöffnet zurück. Sie hatte sich 76 als Standfrau für Motorräder beworben. Aber der Brief ist in einem Postamt hinter eine Schublade gefallen und es wurde so lange nicht aufgeräumt dort, bis es dann 48 Jahre doch gefunden wurde und dann geguckt wurde, wo wohnt sie denn, die Frau Hudson, und dann ihr zugestellt wurde. Den Job hat sie nicht bekommen, auch nicht nachträglich, aber es war eine schöne Erinnerung an ihre wilde Jugend. Heute bekommen wir also Post und diese Post geht in unsere Martinskirche. Sie ging davor nach Korinth, vor vielen Jahren, wie gehört, eine Hafenstadt, eine Handelsstadt. Wie geht's euch, wenn ihr Briefe bekommt? Bekommt ihr überhaupt noch Briefe? Bekommt ihr vor allem wahrscheinlich auch Nachrichten, WhatsApp oder Signal, Threema oder eine E-Mail oder all die neuen Sachen, wo ich schon ausgestiegen bin, die meine Konfis vor allem auch fabrizieren und senden. Wie geht's euch, wenn zwischen allen Rechnungen und Werbung, Schreiben, Prospekten, wenn da plötzlich ein handgeschriebener Brief oder eine Karte zu finden ist? Das ist doch eine Freude. Da ist jemand, der hat sich Mühe gemacht, hat an uns, hat an mich gedacht und hat so einen Brief mir geschrieben und zugesandt. Und Paulus schreibt uns auch so einen Brief von Herz zu Herz. War für ihn gar keine leichte Situation, denn er wurde ganz kritisch gefragt: Hey Paulus, hast du eigentlich jemanden, der dich empfehlen kann? Wir sind uns gar nicht mehr so sicher, was du denn hier so bringst für unsere Gemeinde. Und der Paulus war schlagfertig und der Paulus hat gekontert und er schreibt diesen Brief: Brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch, denn ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ihr seid ein Brief Christi. Ihr seid ein Brief Christi. Das ist eine herausfordernde Botschaft heute Morgen. Denn wie wir schon gehört haben, es zählt ja das, wie wir leben, manchmal weniger als das, was wir versprechen, was wir sagen. Auf unser Leben kommt es an. Ihr seid ein Brief Christi. Das sagt Gott zu uns. Ihr Christen in Straubenhardt seid meine Referenz in der Welt, mein Empfehlungsschreiben. Ihr seid wie ein Brief durch den Gott an die Menschen, um euch eine Botschaft schickt, Tag für Tag. Jeder Brief hat einen Empfänger. Ich meine, in der dritten Klasse wird das gelernt. Wo schreibt man denn auf einen Brief den Empfänger? Einmal so links unten. Jeder Brief hat einen Empfänger. Wer ist der Empfänger? Einmal waren das die Korinther, damals vor vielen Jahren, als Paulus das geschrieben hat. Und dann wurden diese Briefe gesammelt und bis heute lesen wir in diesen Briefen, lesen wir in diesem Buch, in der Bibel. Und jetzt sind wir die Empfänger und dann ist der Brief Christi gerichtet an diejenigen Personen, die uns erleben im Alltag. Empfänger sind also die Menschen um uns herum, die Familie, die Kollegen, die Leute beim Einkaufen, auch die Leute beim Straßenverkehr, je nachdem, wie eure Reaktion auf manche Situationen ausfällt, die Menschen lesen euch und lesen diesen Brief, den ihr aussendet. Also, die Empfänger. Dann gibt es die Absender. Die Absender, meistens etwas kleiner oben links. Bei unserem Brief, die Absender des Briefes, von dem Paulus redet, sind
weniger wir, sondern das ist Christus. Christus ist der Absender. Er überlegt sich, was er den Menschen weitergeben will. Jesus Christus überlegt sich, was tut den Menschen gut. Und er hat sogar das Porto bezahlt für diesen Brief. Er hat sein Leben hingegeben. Er ist gestorben. Er wurde gekreuzigt, ist dann auferstanden. Er hat mit seinem Leben das Porto bezahlt. Was sind wir für Briefe? Manche von uns sind vielleicht sehr gehaltvolle Briefe, manche sind ernsthafte Briefe, manche sind humorvolle Briefe. Ich selber, ich bin kein Maxi-Brief, kein Paket, eher so ein Leichtgewicht, vielleicht nicht viel mehr als eine Postkarte. Wir sind Briefe, schön, wie Paulus dieses Bild dann weiter beschreibt und zeigt, was unser Teil in diesem Kommunikationsgeschehen ist. Gott schreibt auf uns. Gott schreibt auf uns in unsere Herzen. Unser Herz, das ist unser Empfinden, das ist unser Denken, das ist das, was unser Leben ausmacht, ist wie ein Briefpapier, auf das Gott schreibt. Mein Leben, ein Briefpapier. Ich habe hier so ein schönes Briefpapier herausgesucht. Manchmal macht man sich richtig Mühe, was für ein Papier nehme ich denn? Ist gar nicht so einfach, denn nicht jedes Papier ist geeignet für einen Brief. Mein Leben ist ein Briefpapier. Was macht ein gutes Briefpapier aus? Einmal, es muss freundlich aussehen. Das kriegen wir als Christenmenschen meistens einigermaßen hin. Es muss vor allem aber auch gut aufnehmen, was man darauf schreibt. Ein Briefpapier, auf dem alles wieder verwischt wird und nichts haften bleibt, das taugt nicht wirklich etwas. Wenn ich unleserlich bin, wenn niemand meine Lebensweise, meinen Glauben lesen kann, weil er so flüchtig ist, weil sich mein Glaube ständig wieder Neues sucht und nichts wirklich bleibt, oder wenn ich meinen Glauben verstecke, dann ist das keine gute Eigenschaft für solch ein Briefpapier. Es ist gut, wenn es haften bleibt auf diesem Blatt. Auch wenn mein Leben sich nicht wirklich unterscheidet von dem Leben von Menschen, die keinen Glauben haben, dann werden wir glatt, dann wird die Botschaft Jesu auf uns gar nicht sichtbar, gar nicht erkennbar. Wenn unser Herz wie ein Briefpapier ist, dann sollte es aufnahmefähig sein für das, was Gott in dieses Papier, in unser Leben hineinschreibt. Dann sollte es das festhalten, was Christus mir selbst aufs Herz geschrieben hat. Dann will ich das nicht wegwischen mit Angst oder aus Vorsicht, wie das denn ankommt, wenn jemand das, was Gott mir sagt, in mir liest. Ich will es nicht übermalen, auch mit Überheblichkeit meines eigenen Verstandes oder mit Dingen, die mir wichtiger erscheinen. Ich will auch nicht, dass es verblasst. Für diese Eigenschaft kann ich etwas tun als Briefpapier, aufnahmefähig sein und aufnahmefähig bleiben für das, was Christus mir in mein Herz, in mein Leben hineinschreibt. Wenn ich aufnahmefähig bin und bleibe und Jesus das erlaube, dass er in mein Leben schreibt, dass wir das auch erkennen lassen, dass wir Briefe von Jesus Christus sind, dann bleibt das auch erkennbar. Und auch dann, wenn es Risse gibt oder wenn das Briefpapier zerknüllt wird oder wenn ich in meinem Herzen verletzt werde, wenn etwas abbricht, wenn wir leiden, wenn wir Runzeln bekommen und schrammen, auch dann bleiben wir gutes Briefpapier für die Botschaft Gottes. Denn auch über die Risse, über die Falten kann Gott Gutes in mein Leben hineinschreiben. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Wir sind also Briefpapier. Das Entscheidende aber ist, bei jedem Brief neben Absender, Empfänger und dem Übertragungsmedium, dem Briefpapier, vor allem der Inhalt. Darauf kommt es letztlich an und deshalb die Frage, mit was füllen wir uns? Was ist unser Inhalt Tag für Tag? Paulus sagt, wir sind Diener
des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da, wo wir Gutes von Jesus empfangen, da werden wir lebendig, da werden wir frei, da erfahren wir Gnade, da erfahren wir Freiheit von Schuld, da erfahren wir auch Liebe und Annahme und einen tiefen inneren Frieden, einen Frieden, der durchhält, auch in schwierigen Zeiten. Ja, lasst uns danach suchen, nach diesem Frieden, lasst uns danach suchen, das Leben, das Jesus uns verheißt, Tag für Tag, lasst uns darum bitten, dass wir gefüllt werden mit dem Guten, das Jesus uns schenkt. Auch die Großen können sich ja auch ehren. Bill Gates zum Beispiel sagte 2004, in 2 Jahren wird das Spam-Problem gelöst sein. 2004 war das, in 2 Jahren wird das Spam-Problem mit den E-Mails gelöst sein. Leider ein Irrtum vom großen Bill Gates. Derzeit macht Spam ca. 90% des Mailverkehrs aus. Wir können uns ausmalen, wie viel Energie dabei verloren geht bei solchen Spam-Mails. Wir sind kein Spam. Wir müllen die Menschen um uns herum nicht mit falschen Versprechungen zu. Uns müsste man eigentlich per Einschreiben schicken, weil wir so wertvoll sind. Wir sind Briefe Christi, Empfehlungsschreiben für Jesus Christus. Wir sind kein Anklageschreiben an die Welt, sondern wir sind eine Ernennungsurkunde für das ewige Leben. Wir sollen Teil davon sein, dass seine gute Botschaft bei den Menschen herum, um uns herum ankommt. Diese Nachricht von Liebe, diese Nachricht vom Glauben, diese Nachricht von der Hoffnung, die wir haben. Unsere Aufgabe also heute, dass wir lesbar bleiben mit unserem Leben, dass wir diese gute Nachricht, dass Jesus uns so sehr liebt, dass wir das in einer guten Art und Weise weitergeben. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ein Brief ist sicherlich eine der schönsten Möglichkeiten, eine handgeschriebene Postkarte oder einen Brief. Aber wir hatten was erlebt im Sommer mit unserem YouTube-Kanal. Und zwar hatten wir ein Video aufgezeichnet und hochgeladen, das Video, wo die Olympiasiegerin, die deutsche Yemisi Ogunleye, wo sie gestrahlt hat nach ihrem Triumph, nach ihrem Olympiasieg. Und sie hat davon gesprochen, dass sie Jesus dankt und dass Jesus ihr das ermöglicht hat. Denn alles, was wir tun, ist aus der Kraft Gottes möglich. Und wir haben es hochgeladen und plötzlich waren 10.000 Leute, die sich das angeschaut haben, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, über 100.000 haben sich dann dieses Video auf unserer YouTube-Kanal angeschaut. Über welches Medium auch immer. Entscheidend ist, dass die Botschaft, die Liebeserklärung Jesu an uns bleibt. Dass unser Leben froh und frei ist und auch andere froh und frei macht. Das hat ja auch Paulus schon so gesehen. Wenn schon die Steintafeln von damals mit dem Gesetz drauf so viel Herrlichkeit ausgestrahlt haben, dass die Israeliten sich die Augen damals zuhalten mussten, wie viel mehr strahlt dann erst das Evangelium aus, die gute Nachricht von Jesus, diese Nachricht, die wir als seine Boten in diese Welt tragen. Wenn schon ein Umschlag mit handgeschriebener Adresse im Briefkasten so viel Vorfreude auslöst, wie muss unsere Nachricht an die Welt aussehen, dass sie ein erfülltes Leben mit Gott und auch die Vorfreude auf die Ewigkeit richtig ausdrückt? Wenn schon das Vibrieren eines kleinen Symbols auf dem Handy eine Neugier weckt, wie wecken wir die Neugier auf die Botschaft von Jesus, auf die Message von Jesus? Überlegen wir uns das heute. Was ist die Botschaft, was ist die Nachricht, die die Welt in unserem, in meinem und deinem Leben ablesen soll? Wer mag, kann das gerne auf diese Karte schreiben, dann später vielleicht beim Nachdenken. Was ist die Botschaft, was ist die Nachricht, dass die Welt an unserem Leben ablesen soll? Dann so segne
uns, diese Boten Gottes, diese Briefe Christi, so segne uns Gott mit seinem Glauben, mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung. Amen. Wir singen das nächste Lied miteinander. Jesus, dein Licht. Herzlichen Dank allen, die heute am Gottesdienst beteiligt waren, die sich eingebracht haben, vorbereitet haben. Und ich wünsche allen einen guten Tag, besonders der Tauffamilie, aber einfach jedem, der hier ist. Nehmen Sie was mit, was Sie gehört haben, und genießen Sie den Sonntag als Tag des Herrn. Die Veranstaltungen der kommenden Woche sind relativ normal. Ich sage nur die Sachen, die quasi außer der Reihe sind. Und zwar am Donnerstag ist die Bibelstunde in Finsweiler. Am Freitag ist Pfarrers Besen im Gemeindehaus in Konweiler ab 17 Uhr und auch am Samstag ab 11.30 Uhr gibt es nochmal ein Mittagessen.
Am Samstag um 17 Uhr ist hier in der Martinskirche ein Männergottesdienst. Herzliche Einladung dazu. So, das Opfer vom Erntedank-Gottesdienst für das Weltmissionsprojekt Kinderwerk Lima ergab 253 Euro und heute bitten wir Sie um ein Opfer für unsere Kinder- und Jugendarbeit bzw. den Jugendreferenten. Dann habe ich Besen schon gesagt, Männergottesdienst, dann haben wir die Woche nach dem, also übernächste Woche, Orgel rockt hier. Wenn jemand mal was ganz anderes auf der Orgel hören möchte, herzliche Einladung. Und im November Adam und Eva, das ist ein Theaterstück in Pfinzweiler. Da habe ich in der Karte, wenn Sie nachher zum Kirchenkaffee hinterkommen, eine Tasse Kaffee oder Tee trinken, können Sie auch noch eine Karte mitnehmen für dieses Theaterstück. Außer Hauskreis, das ist was Neues, wird noch ein paar Mal eingeladen, deswegen mache ich es jetzt auch kurz. Adventskalender. Wer einen Adventskalender bekommen möchte und gern 24 gleiche Päckle packt, kann die abgeben und kriegt dann 24 verschiedene zurück. Ganz nette Idee. Lassen Sie sich gern auch dazu einladen. Die Miriam weiß, glaube ich, Bescheid oder die Damaris Wessinger. So, die kommenden Gottesdienste, wie gesagt, der Männergottesdienst am Samstag 17 Uhr. Da gibt es auch ein kleines Grillfest hinterher. Und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst in Feldrennach in der Stephanskirche um 10 Uhr wie immer mit dem Vikar Alexander Krippentrog. Den gibt es auch noch. Wir freuen uns, dass er wiederkommt und bis Februar vermutlich noch bei uns ist. So, das war's an dieser Stelle. Jetzt singen wir noch das Segenslied. Wer möchte, kann schon aufstehen. Der Herr segne dich.
Ja, so gehen wir mit Miller in diesen Tag und wir empfangen diesen Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Nimm gerne wieder Platz. Du sagst dem Sturm sei still, dem Wind werde ruhig. Ein Wort von dir genügt, die Erde verstummt. Wie kann das sein, Herr aller Dinge? Du sprichst dein Wort und es geschieht. Bei dir kommt mein Herz zur Ruhe, du gibst mir neue Kraft. Hier kann ich wieder atmen, du hast's vollbracht. Du sagst, es werde Licht, die Dunkelheit flieht. Ein Atemzug von dir und Leben entsteht. Wie kann das sein, Herr aller Dinge? Du sprichst dein Wort und es geschieht. Bei dir werden Zweifel leiser, hier habe ich wieder Mut. Bei dir kann ich wieder frei sein, hier ist es gut. Es ist vollbracht, die Erde erbebt. Der Tod hat keine Macht, denn du hast ihn besiegt. Wie kann das sein, Herr aller Dinge? Du sprichst dein Wort und es geschieht. Bei dir werden Ängste kleiner, sind abgewischt. Bei dir habe ich wieder